So, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr kalt. Die Omi hat gegrinst, hat das gesehen. Ja, ich mache auch nur eine ganz, ganz, ganz kleine Runde, denn ich habe immer noch Nackenprobleme. Letzte Woche kam einfach kein Video oder dieses Video nicht, weil ich es noch nicht aufnehmen konnte. Weil ich einfach mega Nackenprobleme hatte, Rücken und Nacken. Und bei der Kälte, ja, ist ziemlich scheiße. Wir haben jetzt, glaube ich, auch nur 6 Grad. Hatte mir gedacht, okay, die Sonne ist zwar draußen, aber guck mal, ich bin gerade 2 Minuten von Hof runter. Ich friere mir schon die Koletschkis ab. Oh. Ja, für ein kleines Video wird es reichen. Und geht sich eigentlich nur um mein Ride-Out am Pfingstsonntag. Ich schreibe nochmal die Daten ganz genau unten rein. Habe ich im letzten Video zwar schon. Auf Instagram habe ich das geteilt. Und es sind doch einige Fragen aufgekommen. Die hatte ich eigentlich im letzten Video beantwortet, aber das war in dem Teil, wo die Kamera mein Mikrofon irgendwie nicht aufgenommen hat. Deswegen hoffe ich jetzt, dass das jetzt funktioniert. Ich habe die Kamera vorher einmal gestartet. Denn ich hatte das schon mal irgendwie beobachten können, dass beim ersten Start, wenn ich Akku reingetan habe, die SD-Karte und alles angesteckt habe und dann direkt auf Schnellstart gemacht hat, dass der dann noch nicht so richtig realisiert hat, dass da noch Mikrofon dran ist. Deswegen habe ich jetzt mir mal gedacht, starte ich die GoPro einmal vorher so standardmäßig und dann erst den Schnellstart, weil dann war die einmal schon an und weiß, was Sache ist. Hoffe ich zumindest. Wir werden sehen. Ja, dann dann kommen wir mal zum Thema Ride-Out. Der ist am, ich habe das Datum selber gar nicht mehr im Kopf. Es ist der 19.05. Nein, doch. Und dann werden wir uns zu meinem Ride-Out treffen. Wieder an der Shell-Tankstelle in Rheinberg. Die genaue Adresse steht unten in der Videobeschreibung. Und ja, ein bisschen Zeit dahin zu planen. Ich habe schon von vielen Zusagen bekommen, von einigen auch Absagen. Weil halt erstens Pfingstsonntag ist und zweitens sind sie selber irgendwo unterwegs. Aber so ist das nun mal. Alles entspannt. Der, der Lust hat und kann, der ist gerne willkommen. Und dann auch zum Thema, wer darf alles kommen? Jeder, der hier diesen Kanal guckt, natürlich. Und man kann das so sagen, andere machen irgendwie so ein Community-Treffen oder Abo-Treffen. Für mich sind das die Ride-Outs. Also Leute, diese Ride-Outs sind für die Leute, die meinen Scheiß hier gucken. Und was ich hier nicht haben will, sind Touristenfahrer, die einfach nur Bock haben auf also in Kolonne zu fahren. Da habt ihr andere Möglichkeiten. Dafür bin ich nicht, also klar freue ich mich, wenn viele Leute da sind. Aber ich habe da irgendwie, der Bezug zu den Leuten muss da sein. Und wenn da einfach nur irgendwelche Touristenfahrer dabei sind, die einfach nur auf Bock auf Kolonne fahren haben, die möchte ich nicht dabei haben. Das sage ich ganz klar, das habe ich auch schon in den letzten Ride-Aus-Videos gesagt und so weiter. Ich möchte nur die Leute da haben, die sich hier mit mir irgendwie identifizieren oder den Scheiß hier gucken oder wie auch immer, die irgendwas mit mir in Verbindung stehen, hier sei es YouTube, Instagram oder sonst wie. Und bisher war das auch so. Aber um das nochmal deutlich auszusprechen, ich möchte nur meine Zuschauer sozusagen da haben. Denn nur dafür sind diese Ride-Outs da, damit ich mit euch zusammen oder ihr mit mir zusammen, wie auch immer man das sehen und drehen möchte, einen Tag verbringen kann. Und ja, für so andere Sachen, die solche Sachen in sonstigen, also ich sag mal, es gibt ja andere Gruppierungen, nenne ich sie mal, die auch hier im Ruhrpott oder sonst wo solche Fahrten machen, die teilen ja Einladungen in sämtlichen Mediennetzwerken und die sind einfach nur darauf aus, eine riesen Ausfahrt zu machen. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Das will ich gar nicht. Solche, also ich habe gar keinen Bock auf solche Touristenfahrer bei mir. Da seid ihr ja falsch. Mir ist auch egal, ob du Mann oder Frau bist. Auch die Frage ist schon mal aufgekommen. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Ob Frauen auch da fahren können? Ja, natürlich. Warum so? Ja, also die Frage, die habe ich jetzt nicht, aber ich weiß nicht. Sprachen lernen, Bubble. Ob das woanders irgendwie anders ist oder so, aber bei mir kann jeder oder jede mitfahren, die da Bock hat, die mein Videokanal hier guckt. Da ist jeder gern gesehen. Und es spielt auch keine Rolle, was du fährst. Ob es eine Rennmaschine ist, ob es ein Shopper ist, ob es Harley, Indien, egal was es ist.
Ich glaube, es muss aber mindestens eine 125er sein. Alle von euch, die meine Videos und Rideouts gesehen haben, dass da auch immer einer mit einer 125er dabei war. Und ich fahre halt vorne so smooth weg, dass da auch jeder mithalten kann und trotzdem jeder so ein bisschen seinen Spaß hat. Das macht Spaß! Je kleiner die Maschinen am besten sind, umso weiter vorne sollten sie fahren, weil dann brauchen sie am Ende nicht so viel Gas geben. Ich denke, das leuchtet ein bei so einer Kolonnenfahrt, je nachdem wie groß die ist. Wenn es jetzt nicht so groß ist, dann ist es nicht so, also hat das nicht so starke Auswirkungen. Aber wenn wir wirklich so mit so ungefähr ab 25, 30 Bikes sein sollten, dann sollten die kleinsten Maschinen auf jeden Fall direkt hinter mir sein oder ungefähr ziemlich auf jeden Fall im vorderen Drittel. Denn umso weiter hinten man ist, umso mehr muss man nachher auch Gas geben können. Das ist einfach so. Auch wenn ich manchmal nur 80 schleiche hinten, aber sobald man eine Kreuzung kommt, man gibt Gas. Der Wurm verlängert sich, bis er wieder zusammenkommt. Wie die Wichse an der Hand. Wird wieder so ein ungefähr 100 Kilometer Niederrhein Ding werden. Klar, leuchtet ja wohl ein. Ich denke mal auch wieder so ab in der Hälfte der Strecke machen wir wieder so einen Zwischenstopp. Ich peile sogar ungefähr den Stopp vom letzten Jahr an, da an der holländischen Grenze. Und dann schaue ich mal, wo es dann weitergeht. Ich muss mal gucken. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, die Strecke zusammenzubauen. Und jetzt muss ich mich auch nicht mehr nur wo ist denn hier mein Schock? So, der muss erstmal raus. So, beim Navi muss ich mich jetzt nicht mehr nur auf meinem Intercom verlassen, sondern kann es jetzt auch sehen. Da hat Shapehart mir ja hier, um jetzt mal ein bisschen bezahlte Werbung hier reinzuballern. Letztes Jahr habe ich ja von Shapehart diese Hülle geschenkt bekommen, musste ein Video dazu machen zum Anbauen. Dieses Jahr haben sie mir eine Partnerschaft angeboten. Ich habe sie angenommen. Also, ja, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Also definitiv, ich habe die jetzt zigtausend Kilometer schon drauf, die Hülle. Und egal welche Geschwindigkeit ich mit der Harley gefahren bin, das Ding hält. Und vor allen Dingen muss man sich mal vor Kopf halten, das Ding kostet gerade mal 40 Euro. Mit dem Code bei Shapehart, wenn ihr da Code Scorpedius10 eingebt, dann spart ihr auch noch 10%. Und ich sag mal, für das Geld ist es wirklich, wirklich wert. Ich habe die jetzt in der Größe XL. Da passt mein iPhone 13 rein mit Hülle. Ich glaube sogar ein etwas größeres Telefon würde auch reinpassen. Dann gibt es hier noch ein XXL. Also die gibt es diese Schutzhüllen hier, die mit Magnet festgemacht werden. Die gibt es halt in drei Größen. Jetzt kann ich die Strecke dann auch anständig da sehen. Ich weiß gar nicht, hatte ich sie zum letzten Rideout auch schon drauf? Kann sein, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Es ist scheiße kalt, Leute. Ich mache mich auch schon wieder auf dem Weg nach Hause. Das war eigentlich nur, waren zwei Sachen, die ich jetzt ansprechen wollte oder übertesten oder zwei Sachen, die ich jetzt vorhatte auf dem Ride. Letztens habe ich meine neue Kutte an, habe mir so eine Nubuck-Lederkutte geholt und alles angenäht mit Nähmaschine diesmal. Das erste Mal, dass ich mit Nähmaschine genäht habe. Und es hat geklappt. Es hat geklappt, es hat sogar sehr gut geklappt. Und habe vorher an der alten Kutten geübt. Quasi, ich habe fast einen ganzen Sonntag gebraucht, aber ich wollte, dass anständig ist. Und ja, sieht ganz gut aus. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt? Definitiv. Die Weste sitzt auch gut, die ist nicht mehr vorher, die ich hatte, die Lederweste, die habe ich mir vorletztes Jahr auf der Motorradmesse in Dortmund gekauft. Für eigentlich einen richtig guten Kurs. Aber die ist viel zu groß doch gewesen letztendlich. Jetzt habe ich es in zwei Nummern kleiner bestellt. Und jetzt passt sie. Ja. So ist das manchmal. So. Ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr alle kommt auf den Rideout. Für die Fraktion, die weiter wegkommen, und ich wurde ja schon gefragt wegen Zelten und so weiter. Das habe ich ja die Jahre davor auch mal gemacht. Das machen wir jetzt auch. Wieder der gleiche Zeltplatz. Ich schreibe die Adresse unten auch in die Videobeschreibung rein. Am besten meldet ihr euch auch vorher dann schon dort an. Und das macht das halt alles einfacher. Ich schaue halt, dass ich halt vor dem Rideout schon morgens irgendwie mit dem Auto einmal kurz hinfahre, meine Sachen hinbringen kann und eventuell mal einen Kasten Bäder hinstellen und so kleine Sachen, damit ich das alles mit dem Bike nicht schleppen muss. Dann wieder nach Hause, Bike holen, mit euch den Rideout machen
Und dann gehe ich wieder mein Auto holen, damit ich dann morgens nicht alles auf dem Bike mitnehmen muss. Ist zwar auch ein bisschen Fahrerei, weil es ist nicht direkt bei mir um der Ecke, aber es stört mich nicht. Für euch und für mich, für meinen Rideout mache ich sowas gerne. Und ja, also ich freue mich schon wieder mega drauf. Ich hoffe, das Wetter ist gut und das fällt nicht ins Wasser, aber Pfingstsonntag hoffe ich ja, dass es gut ist. Ja. Dann schauen wir mal, wie das so wird. Also ich habe mega Bock drauf. Ich muss mir dann noch meine Route zusammenstellen. Da habe ich ja jetzt ein paar Wochen oder Monate Zeit. Und mal schauen, ob ich diesmal auch auf der anderen Seite vom Rhein vielleicht fahren werde oder starten werde. Mal gucken. Endpunkt wird auch wieder Xanten dann sein. Denn wie gesagt, für mich ist das so organisatorisch dann wieder so ein Ding. Die letzten Jahre hatte ich das Glück, dass meine Frau mir die Sachen vorher hingebracht hat und weggebracht hat. Sie ist aber an diesem Wochenende nicht da. Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. Das heißt, ich muss selber gucken, wie ich das mache. Und der hat bestimmt gedacht, ich ziehe durch, oder die? Genau, diese Kurve sind wir auch schon mal mit Rideout hier gefahren. Und ja, eigentlich überall hier schon. Aber mal schauen. Ja, es wird wieder so ungefähr 100 Kilometer sein, vielleicht ein bisschen mehr. Oder mal schauen, wie die Strecke dann ist. Letztes Jahr, weiß ich noch, hatte ich ja Probleme. Ne, hier Probleme mit meinem Finger. Ich konnte ja, die letzten 30 Kilometer habe ich ja abgekürzt. Ich habe mir diese Option gelassen, weil ich einfach nicht mehr halten konnte. Und gerade wenn du so langsam fährst und Pudding viel schalten und so weiter. Und das ging halt letztes Jahr. Ja, ich habe doch knapp 100 Kilometer dann durchgehalten. Aber es war trotzdem nicht ohne. Ich denke, das kriege ich dieses Jahr besser hin. Jetzt habe ich die Probleme nicht mehr. Nicht mehr so, obwohl der Kapsel... Riss hier, also manchmal ist er immer noch da, aber ja, nicht mehr so wie jetzt. So, also die Schmerzen, das meine ich. Der Kapselriss wahrscheinlich nicht mehr, aber ist ja noch kein Jahr her. Keine Ahnung, irgendwie zieht sich das so ein bisschen. Egal, so ist halt, wenn man sich halt nicht schont, ne? Also Leute, Pfingstsonntag, ich meine, das ist der 19. Mai. Wie gesagt, so mit Daten im Kopf habe ich nie, aber ich schreibe das drunter. Habe es in meinen Kalender eingetragen und so weiter. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja dieses Jahr... Oh, schöner Mercedes. Ach, Julian. Vielleicht kriege ich ja dieses Jahr auch mal einen Road Captain hin, dass ich auch mal einen Teil mal hinten fahren kann oder in der Mitte, damit ich ein bisschen mehr von euch beim Rideout während der Fahrt mitbekomme und auch fürs Video halt. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht hat ja von euch jemand da Bock oder ich kriege so noch jemanden organisiert, der mitfährt, der das so ein bisschen übernehmen könnte. Muss nicht die ganze Zeit sein. Aber so, dass ich auch mal ein paar Kilometer mit hinten fahren kann und dass man sich dann so ein bisschen abwechselt. Wie gesagt, werden wir dann aber sehen. Kann ich jetzt alles noch nicht sagen, ist ja noch ein bisschen weit hin. Ja. An andere YouTuber, Video-Creator, ich bitte darum, mit Veröffentlichungen so lange zu warten, bis ich mein Hauptvideo auf YouTube hochgeladen habe. Also ich bin von dem Sound von der Freedom Performance immer noch begeistert. Da hat Torkart auf legalem Weg gute Arbeit geleistet, das Ding umzurüsten und dann hier in Deutschland zu vertreiben. Motorräder sind lebende Kunstwerke und die darf man nicht so verschandeln, dass sie aussehen wie eine Schiebkarre. Mal ein bisschen Werbung für Torkart zu machen. Also ich bin mega, mega zufrieden. Bin jetzt schon einige Kilometer gefahren und ja, ein Harley-Bruder. Ja, bei so einem Wetter muss man einfach ausnutzen, ne? Ist so. Auch wenn ich jetzt hier mal eben nur 20, 30 Kilometer fahre, um ein kleines Video für euch zu machen. Aber es ist einfach Seelenheilung. Was soll man machen? Ist so. Wenn man eine stressige Zeit hatte oder man war krank oder egal was ist oder man ist happy, zu jeder Lebenszeit kann man Motorrad fahren, egal was da ist. Ja. Und fertig. So, in diesem Sinne sage ich, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Liken, abonnieren und so weiter. Der ganze Quatsch. Ich würde mich freuen. Und dann, ja, haut rein, ihr kleinen Strolche.